Die aktuelle Kältewelle hat nicht nur die bibbernden Menschen in Stadt und Landkreis Gießen im Griff, sondern auch die Wasserflächen. Gänzlich von einer Eisschicht bedeckt, zeigt sich derzeit der Schwanenteich. Still und starr ruht der See, möchte man meinen, aber Vorsicht ist trotzdem geboten, denn auch wenn sich Mutige finden, die sich aufs Eis wagen, eine offizielle Freigabe der Eisfläche durch die Stadt Gießen wird es grundsätzlich nicht geben. Eis und Eisschollen auch auf der Lahn. Künstlerisch anmutend als eisiger Wasserfall zeigt sich das Lahnwehr dem Betrachter, ehe der hier kurz offene Teil der Lahn wieder zur Eisfläche wird. Und zum Bedauern der Gießener Boots- und Schifffahrt ist mit dem Einsatz von Eisbrechern nicht zu rechnen. Die Lahn als Gießener Wintertraum, aber auch dieser Traum wird bei genauerer Betrachtung schnell brüchig. Gefahrlos kann man hingegen die Natureisbahn in Heuchelheim unterhalb der Sporthalle in der Schwimmbadstraße betreten. Groß und klein finden sich zum Schlittschuhlaufen und Spielen auf dem Eis ein. Und wenn es nicht gleich auf Anhieb klappt, macht nichts, aufrappeln und weiterüben. Und vielleicht findet sich ja auch der ein oder andere Nachwuchs-Eishockey-Star.